Entschuldigung, Mr. Pittman. Wo ist Ihre Verlobte? Miss Langford! Alan, wenn du dich in der Öffentlichkeit bewegst, bist du die Botschafterin der Firma. Und wenn du CEO bist, wirst du das Gesicht der Firma sein. Du willst dich zurückziehen? Ich habe daran gedacht. Ich denke, das, was du noch nicht ganz verinnerlicht hast, ist die Philosophie des Unternehmens. Du sollst Onkel Sieg die Weihnachtsbriefe aushändigen, wo alles angefangen hat. Du schickst mich nach Snow Falls? Was hat das hier zu bedeuten? Sie schreiben sich jedes Jahr zu Weihnachten. Ich will meinem Vater beweisen, dass ich auch Verantwortung übernehmen kann. Brauchen Sie ein Taxi? Ich wollte eigentlich den Besitzer sprechen. Sieg? Er ist heute Morgen weggefahren. Hat er gesagt, wie lange er weg sein wird? Entschuldigung. Und was soll ich jetzt machen? Er kommt schon zurück, vielleicht morgen. Da ist was. In meinem Bett. Eine Wärmflasche. Laut Wetterdienst müssen wir heute Nacht mit einem schweren Schneesturm rechnen. Aber ich werde hier noch eine Zeit lang festsitzen. Setzt euch ans Feuer und wärmt euch auf. Sie beide können in meinem Zimmer schlafen? Ich habe auch eine Couch da oben. Die möchte ich gern zur Verfügung stellen. Ich habe lange nicht mehr das Gefühl gehabt, dass ich jemandem vertrauen kann. Es tut mir so leid. Und wieso die Lügen über Ihre Identität? Bitte verraten Sie mich nicht. Na, das ist wirklich eine sehr freundliche kleine Stadt. Gray? Niemand weiß, wer ich bin. Ich werde wie ein normaler Mensch behandelt. Und das ist schön. Tradition, Freundschaft und Liebe. Das sind die besten und wichtigsten Geschenke, die wir einander jemals machen können.